Ja, hallo, herzlich willkommen bei Forex Total. Heute geht es um die FXCM Trading Station. Das ist die Handelssoftware von FXCM und mit der man seine Trades entsprechend eröffnen und auch wieder schließen kann. Das Hauptfenster der Trading Station gliedert sich in verschiedene Bereiche. Das ist einmal der linke Bereich hier. Da werden die aktuellen Handelskurse angezeigt. In dem Fall von den Hauptwährungspaaren Euro, US-Dollar, britisches Pfund, US-Dollar etc. Man sieht ja immer den aktuellen Kurs einmal auf die vier Haupt, Kommastellen und dann gibt es noch eine fünfte Kommastelle, die nochmal quasi das PIP unterteilt. Das heißt, man kann hier eigentlich sehr, sehr genau traden, kann auch hier mit dem Mausklick schnell kaufen und verkaufen. Das ist eigentlich kein Problem. Dann auf der anderen Seite hat man hier die Kontenübersicht. Man sieht hier den Kontostand. In dem Fall ist es ein Demokonto mit 50.000 Euro verfügbarem Startkapital. Und je nachdem, wie viel Trades das man gemacht hat, nimmt halt hier das Kapital zu oder ab. Und man sieht auch, je nachdem, wie viel Trades man offen hat, wie viel Kapital momentan in den Trades gebunden ist. Also das heißt, wie viel Trades das man nicht noch öffnen kann. Offene Positionen stehen dann hier unten. Es sind aktuell jetzt keine Positionen offen. Und ja, da kommen wir dann später mal noch dazu. Dann das zweite Fenster, was die Trading Station automatisch aufmacht, ist das Market Scope. Im Market Scope kann man verschiedene Charts anzeigen lassen. Standardmäßig sind vier offen, man kann auch bloß einen Chart anzeigen. Schauen wir uns mal hier diesen Euro-US-Dollar-Chart an. Man kann hier einmal auswählen, was für eine Währung man anzeigen will und hier noch die Größe der Candlesticks. M1 ist ein Minutenchart mit einer Minute pro Kerze. M5 ist ein 5-Minuten-Chart, das ist mal das hier aktuell dargestellte. Ist eigentlich ganz gut, wenn man Intraday Trading betreibt. Man kann hier noch reinzoomen, indem man einmal den Bereich auswählt, den man haben will. Das kann man dann quasi hier rüber machen, kann man nach oben zoomen und auch die Breite zoomen. Und kann dann so im Prinzip auch hier die einzelnen Kerzen sichtbar machen, wie sich der Kurs gerade bewegt. Man kann auch hier direkt im Chart traden, das heißt, man klickt hier auf den aktuellen Kurs, dann öffnet sich im Endeffekt ein Fenster, wo man den Auftrag erteilen kann. Und ja, ob man kaufen will, verkaufen will, die Einheit, die Lotgröße kann man hier noch einstellen. Ja, machen wir es aber auch gerade mal nicht. Was man da noch machen kann hier in dem Chart, sind verschiedene Elemente. Man kann eine Linie hinzufügen, man kann die ganzen Sachen für die technischen Analyse hinzufügen. Mal ganz einfach wäre jetzt zum Beispiel eine Linie hier hinzugefügt. Ja, kann man entsprechend noch mit einer Farbe versehen und so kann man dann halt seine Analyse aufbauen. Ja, das ist mal grob zu den zwei Hauptfenstern der FXCM Trading Station. Und ja, in einem weiteren Beitrag wird es dann noch ein bisschen mehr Details zu der Software geben.